Ja, ja, mach kein Drama da hinten, wo immer du bist. Kätzchen? Warum kommst du jetzt hier an, Kätzchen? Ernsthaft, mit dir wollte ich nicht spielen. Ich muss jetzt halt nur schnell genug oben sein und die ganze Chose hier aktivieren. Haha, genau. So habe ich es mir vorgestellt, du Lieber. Natürlich ist das eine Kreischerin. Was denn sonst? So wie wir hier Bambule machen, kann das ja gar nichts anderes sein. Und da kommt die Schreierhorde. Aber ist egal, ich habe keine Angst vor euch. Ich habe mir da was vorbereitet, Leute. Und ich hoffe, das hilft. Es wird keine Sackgasse für mich selbst. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Folge 7 Days to Die. Mit dem Gamebro und der Lydia. Schön, dass ihr dabei seid. Leute, wir haben in der letzten Folge die Stufe 5 Quest versaut. Genau, wir haben sie vermasselt. Wir haben aber trotzdem den Spot noch zu Ende gelootet und sind nicht ganz unerfolgreich aus der Geschichte rausgegangen. Ich habe mir vorgenommen, wir machen in dieser Folge noch eine Stufe 5 Quest. Wir gehen das nochmal an, Leute, das kann ich so auf mir nicht sitzen lassen. Wir machen es nochmal. Diesmal gehen wir aber ein bisschen besser vorbereitet in die Geschichte rein. Bedeutet, wir fahren noch einmal zum Händler, wir gucken mal, ob wir uns noch... Nein, wir müssen noch mal kurz zurück, Leute, wir müssen noch mal kurz zurück. Wie gesagt, wir fahren noch mal kurz zum Händler, wir nehmen die Stufe 5 Quest an. Kaufen auch noch ein bisschen ein, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, der Trader Hugh hatte die Waffe, die ich unbedingt haben wollte, die MP5, die würde ich mir sehr, sehr gerne mitnehmen. So, pass auf, wir fahren nochmal zurück. Ich muss dringend meine Sprungschanze hier mal upgraden. Damit die uns nicht irgendwann noch kaputt geht, ganz aus Versehen. So, für die Geschichte brauchen wir aber Kohle, Leute. Und die sollten wir dringend mal mitnehmen. Wir haben hier auch noch eine Menge Gerümpel, das nehmen wir uns auf jeden Fall mal mit. Wir haben Goldklumpen, wir haben Diamanten, die ganze Graberei hat uns ordentlich Kohle beschert hier, beziehungsweise... Rohstoffe, die wir zu Geld machen können. Das sollten wir auf jeden Fall mal tun. Ich gucke noch mal gerade kurz in die Munition. Ich habe fast nur noch 9 mm Munition am Start. Das ist gar nicht so schön, Leute. Gar nicht so schön. Wir haben in der letzten Runde Dartpfeile bekommen. Dartpfeilfallen. Mit viel Munition, Druckplatten und die Fallen. Muss ich ausprobieren, Leute. Da muss ich mal gucken, wie das genau funktioniert. Ich habe uns hier auch noch mal angefangen, ein bisschen Muni zu craften. Das läuft noch eine Weile durch. Aber ich denke, die nehmen wir schon mal mit. Dann haben wir zumindest etwas mehr 762er am Start. Da muss ich auf jeden Fall nachlegen. Leute, ich muss losgehen. Ich muss die Ressourcen dafür besorgen. Und dann werden wir hier mal eine ganz, ganz, ganz große Fuhre Munition produzieren. So, bevor wir jetzt losziehen. Einmal geschaut. Ich glaube, ich habe hier nicht alles an Kohle drin. Wir fahren einmal kurz zum Auto. Das Auto muss doch da hinten stehen. Ich glaube, ich habe meine ganze Kohle ins Auto gelegt. Da schauen wir gerade einmal nach. Ich habe die Karre hier so geschickt, halb im Loch gepackt. Komm, wir fahren dich mal gerade einmal kurz hier raus. So. Leute, hört sich das Ding mega, mega cool an. Das ist ein geiler Sound. Guck mal. Haha, Leute, haben wir Kohle am Start. Guckt euch das an. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, was können wir hier noch gebrauchen, Leute? Wir könnten eventuell... Ich nehme ja mal ein paar Spikes mit, Leute. Einfach mal so, dass wir es haben, Leute. Ich habe auch zwei Klingenfallen schon mitgenommen. Hier haben wir nochmal zwei, die nehme ich auch mal mit. Wobei, Leute, nee, das ist übertrieben. Ich nehme mir zwei Klingenfallen mit. Ich nehme einen Generator mit. Einfach schon mal so vorweg bemerkt. Rest lassen wir hier. Wobei, Pillen können wir mitnehmen. Haben wir 10 Stück am Start. Medizin ist nie verkehrt. So, wir brechen jetzt auf. Leute, keine Zeit mehr vertrödeln. Ab zum Händler. Wir gehen direkt rein in die Geschichte. Wir haben ja noch einiges an Level 5 Quests, die wir annehmen können. Und das machen wir jetzt auch. Auf zum Trader Hugh. Ich hoffe, er hatte die MP5 für uns. Ansonsten weiß ich nicht mehr, wo ich die gesehen habe. Ich meine, das wäre beim Hugh gewesen. Sonst müsst ihr mir da und meinem Gedächtnis gerne nochmal auf die Sprünge helfen. Das kann auch in der Wüste beim Händler gewesen sein. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, das war hier im Schneegebiet. Falsch abgebogen. Kann das sein? Ganz falsch abgebogen. Da hinten ist der Händler. Jetzt waren wir schon wieder an der Stufe 5 Kaserne, Leute. Da will ich jetzt gerade aber nicht nochmal rein. Einmal reicht. Wir holen uns jetzt was Neues, was ganz anderes, was gänzlich Neues. Mein lieber Ju, mein lieber Ju. Ich bin hier und wo bist du? Wir haben die Kohle dabei und wir holen uns jetzt noch mehr von dir. Mein lieber Ju, wir haben da was für dich. Und ich hoffe, du machst uns gute Preise. Gute Preise. Mir ist hier no charity. I have the dukes, you have the guns. Kein Problem. Hast du...
zeig erstmal Inventar, weißt du? Ich würde sagen, wir verkaufen dir erstmal das. Dann haben wir da schon mal wieder ein bisschen Kohle. Hier kriegst du auch noch mal ein bisschen. Guck mal, du kannst du haben. Und wir haben hier noch eine ganze Menge Geldscheine. Gib mal rüber hier, Alter. So, und jetzt zeig mal bitte deine Waffen. Hat er nicht. Aber wir kaufen uns ein bisschen 7260er High-Power-Munition. Wie viel können wir denn mitnehmen? 7200. Mann, ich meine, wir haben es ja, aber... Nee, weißt du was? Nee. Lass mal gut sein, mein Lieber. Magnum Pumpgun, Stachelknüppel. Schade, ich dachte, du hättest vielleicht die MP5 für uns. Ist egal, aber dann gib uns auf jeden Fall mal eine gute Aufgabe, mein Lieber. Befallene beseitigen, beseitige Zombies. Ich würde sagen, wir machen Befallene beseitigen. Auf jeden Fall, machen wir. Du bist der Beste. Jetzt mir auch. Not just you, it's also just me. So, einmal rückwärts aus der Kiste hier raus, bitte. So. Und ab geht's, Leute. Wir sehen uns gleich am Spot. Ich gebe Gas. Und wenn wir da sind, sehen wir uns. Ah, geht ab heute. Oh nein. Hier sind wir doch schon mal gewesen, Leute, oder? Hier waren wir doch schon mal. Nein, gar nicht so gut. Das ist kein schöner Spot. Das war auch wieder so ein Riesending. Aber Leute, das ist Level 5 jetzt. Wir parken die Karre einmal hier. Leute, sollen wir das Ding direkt starten? Ich würde sagen, sowas. Oh. Da braucht das Spiel immer so einen kleinen Moment zum Durchatmen, wenn wir das machen. So, wir gehen erstmal rein. Ist halt nur ein Stufe 4 Spot, aber die Quest ist Stufe 5. Jo. Komm du mal ran da. Und dein Kumpel von da hinten auch noch, weißt du? So, wir machen hier erstmal so ein bisschen normal, alles ganz entspannt. Und dann bauen wir uns gleich irgendwo mal... Uah, so eine kleine Horde-Geschichte ein. So... Leute, so viele Soldaten hier schon wieder. Macht denn ihr? Seuchenschutzbehörde, schönen guten Tag. Sie kommen ein bisschen spät. Nein, keine Muni. Nicht gut. Wenn du nicht nachlädst, ist das ganz schön blöde. Vielleicht laden wir jetzt erstmal alle Kanonen nach, die wir so haben. Die Pistole bräuchte auch mal ganz dringend eine Reparatur, würde ich sagen. Wer fällt denn da hinten schon wieder runter? Guck mal da. Ich weiß gar nicht, ob wir dich mit der Cola-Dosen-Gun von hier aus bekommen. So, geh mal hoch. Frag mich, warum du mich gehört hast. Nur weil ich auf dich geschossen habe? Das ist ja unverschämt. So, bleib liegen. Mach's dir gemütlich. Bleib liegen. Das ist nochmal ein Vogelnest. Sehr, sehr gut. Schöne Geschichte. Wir brauchen auch mal dringend wieder Eier. Aber ich habe das Gefühl, Eier sind mir nicht mehr gut vergönnt. Wir brauchen dringend. Ah ja, Leute, ein Ei, super gut. Ich freue mich sehr. Ich freue mich so. Wir haben endlich mal wieder ein Ei. So, wir packen direkt das Zeug in den Wagen. Ich möchte auch gar nicht allzu viel rumtrödeln, aber ich packe erstmal ein bisschen Zeug raus. Wir schleppen mal gar nicht zu viel Munition. Ich habe jetzt das gute Zeug hier am Start. Ein bisschen. Das nehmen wir mit rein. Guck mal, die Silberklumpen habe ich vergessen zu verkaufen. Auch nicht schlecht. Dann schnappen wir uns schon mal hier sowas. Ich weiß gar nicht, ob wir einen Schalter brauchen. Das können wir sicherlich ohne machen. Wir nehmen Generator mit. Wir nehmen ein, zwei Motoren mit. Und wir brauchen ein bisschen Benzin, Leute, für die Geschichte, die ich vorhabe. So. Das sollte erstmal reichen. Wir könnten hier schon mal ein Schamsüppchen essen, weil Hunger haben wir garantiert. Und ich nehme auf jeden Fall meinen Robotikturm wieder mit und ein bisschen Munition für die ganze Kiste. So, damit sind wir leider gerade sehr, sehr schwer beladen. Aber ist nicht schlimm. So, wir machen jetzt erstmal hier unten so ein kleines bisschen Klarschiff. Leute, wir gucken uns hier einmal auf die Schnelle um und machen hier so ein bisschen Rambazamba. Vogel, du lieber. Du liebe Güte, was machst du? Ach, hast direkt noch deinen Kumpel mitgebracht, ne? War das dein Vogel? Du sahst mir eh nicht so ganz dicht aus.
So. Leute, wir reparieren auch gerade mal eben schnell die Pistole. Wäre ganz, ganz ungünstig, wenn du mir mitten im Kampf kaputt gehst. So, und wir packen mal direkt die gute Munition rein. Kannst du machen? Dankeschön, danke, danke. So, hier sind garantiert auch wieder ein paar Leute drin. Wow, die Hunde. Steh doch auf, Mann. Steh doch auf. Die miesen, blöden Köter. Die können eigentlich nichts, aber die erschrecken mich halt jedes verdammte Mal. Einfach schrecklich, die Biester. Leute, ist das irre. Jetzt haben wir schon wieder so eine Riesenmeute hier am Start. Das gibt's doch gar nicht. Level 5 hin oder her. Aber das ist echt gewaltig. Gewaltig nichts, was ihr hier macht. Und wir haben gleich garantiert die erste Schreierin, weil wir wieder so irgendwie viel Ach machen hier. Lauf, lauf, lauf. Probier doch einfach mal die gute Munition aus. Einfach hier so in die Rübe. Genau, einfach mal so ein bisschen. Du müsstest halt auch treffen, Madame. Du müsstest einfach treffen, Lydia. Das wird so viel einfacher machen. Leute, guckt euch das an, wie viele Zombies jetzt hier direkt am Anfang schon einfach mal wieder auf dem Boden liegen. Liegen bleiben. Und du zuck dich, Alter. Hier, einfach zurückzucken. Dankeschön. Leute, ich sollte meine gute Munition nicht verschwenden hier. Das sollten wir nicht tun. So. Könntest dir vielleicht mal gerade eine Tablette reinpfeifen. Einfach, dass du am Start bist. Wir haben auch immer noch, was haben wir denn da? 1 Stunde, 5 Minuten. Wir haben noch irgendwie miesen die Buff. Da ist 10% mehr Schaden durch alle Angriffe. Ist Vitamine, um zu heilen. Verdammt. Ich habe so viel Vitamintabletten zu Hause und ich habe nichts gegessen. Dann werden wir hier einmal looten, wenn es denn geht. Vielleicht finden wir hier irgendwo ein Döschen Vitamine. Das wäre natürlich der absolute Irrsinn. So rein zufällig. Wie bestellt. Das wäre einfach gigantisch, aber so ist es halt nicht in diesem Spiel. Oder so eine Vitamintablette hier im Wagen. Ah, trübes Wasser. Lass mal liegen, haben wir genug. Wir haben eine Wasserproduktion am Start. Das läuft, da brauchen wir nichts anderes mehr. Muni, Muni, Muni. So, dann denke ich mal, sind wir hier oben relativ sauber. Hier haben wir wahrscheinlich jetzt erstmal alle... Ja, super. Okay, okay. Leute, guckt euch's an. Guckt's euch einfach an. Schaut's euch an, was da wieder rauskommt. Mann, das ist echt kein Pappenstiel hier. Beiß ins Gras, beiß ins Gras. Gras schmeckt lecker. Probier's mal. Wow. Mann, geh doch mal von mir weg. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von Privatsphäre gehört habt. Ihr seid extrem übergriffig, Leute. Mann, steh doch nicht wieder auf. Steh doch nicht wieder auf. Alter! Also so sah mein Plan nicht aus, ihr Affen. Ernsthaft, ich habe einen anderen Plan. So, und ich zeige euch jetzt gleich, was ich mit euch vorhatte. Ernsthaft, wo kommst denn du noch her? Bist du einfach hinten rumgegangen? Was, wolltest du mich flankieren, hä? Du mieses Stück. Du mieses kleines Stück. Wolltest du mich flankieren? Guck mal, da ein kaputter Generator. Vielleicht ist ja noch was Brauchbares drin. Eisen nehmen wir später mit. Leute, Leute. So, wir müssen hier rein. Dafür machen wir den Schalter auf. Ich überlege gerade, Leute, ich überlege. Ich brauche eine kleine Minute zum Überlegen, wie wir die Geschichte hier angehen. Weil ich brauche so einen kleinen Rückzugsort. Ihr wisst das, ich renne gerne. Können wir das aufmachen? Das können wir aufmachen. Ich mache mir hier mal gerade so ein ganz klein bisschen Platz. So, pass mal auf. Ich baue es einfach mal auf. Ich habe diese Elektrozäune dabei. Und würde sagen, wir packen die Dinger einfach mal ein nach hier. Ein nach hier. Vielleicht auch nochmal.
Da kann ich keinen hinmachen. Dann machen wir es einfach nach hier unten. Ist egal. Einen nach hier. Und einen nach hier. So, pass mal auf. Ich habe, glaube ich, auch mein Elektrowerkzeug eingepackt. So, leider nicht in der Tasche, aber ich glaube, ich habe noch was im Auto. Beziehungsweise Auto. Auto ist gut. Keine Hordengeräusche bitte jetzt hier. Ich will Ruhe haben, Leute. Wir sind mitten in der Arbeit. So, pass auf, hier haben wir noch eins. Sortier mal bitte hier dein Gerümpel nochmal durch. Und wir könnten mal wieder so ein bisschen Zeug wegpacken, was wir gerade eh nicht brauchen. So, Elektrowerkzeug ist am Start. Pass mal auf, jetzt bauen wir uns hier so eine ganz, ganz, ganz klitzekleine Fallengeschichte. Dafür hätte ich ganz gerne auf jeden Fall eine Klingenfalle hier am Start. Wie wär's, wenn wir dich einmal nach hier packen? Warum kann ich dich hier nicht hinpacken? Warum ist das hier alles rot? Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Gar nicht gut. Alles rot. Okay, hier wird es halt noch gehen. Ja, ja, mach kein Drama da hinten, wo immer du bist. Kätzchen? Warum kommst du jetzt hier an, Kätzchen? Ernsthaft, mit dir wollte ich nicht spielen. Du mieses Stück. Ehrlich, lass mich in Ruhe. Okay, kann ich jetzt erstmal nicht abbauen wegen Gebietsschutzblock. Müssten wir uns gleich einmal kurz craften. Den nehmen wir dann aber nachher auch wieder mit. Wir brauchen kleiner Stein, Leute. Kann nicht sein. Kleiner Stein. Wir haben doch hier eine Baustelle. Hier muss es doch kleiner Stein geben. Ach, guck mal hier. Stein. 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 Sehr schön. Reicht schon? So, Gebietsschutzblock. Einmal fertigen, bitte. So. Restliche Steine wegschmeißen. Damit wir es nachher wieder abbauen können. Den Gebietsschutzblock möchte ich dann aber auch wieder mitnehmen. Den lassen wir nicht hier. So. Geht das überhaupt? Kann ich an so einen Spot einen Gebietsschutzblock dranflanschen? Anscheinend. Scheint zu funktionieren. So, jetzt können wir dich hier nochmal abbauen. Dum, 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 dum. So, durchlaufen kann man. Sehr, sehr schön. So soll das sein. Wir stehen dann hier unten. Und ja, so in der Art habe ich es mir vorgestellt. Pass mal auf, aber wir brauchen auch so als letzte Instanz. Auch nochmal ein Draht hier. So, jetzt bitte einmal die Zange her. So, dann wird die Geschichte schon mal untereinander verkabelt. Und dir. Nach hier. Ist zwar ein bisschen schräg, aber ist egal. So. Und dir. Zu dem. Ist zwar nicht unbedingt eine gute Sache, wenn es in Reihe verkabelt ist. Oh, Moment, pass mal auf. So hätte ich es eigentlich gerne, genau. Und dir. Aber ich habe jetzt keine anderen Verschaltungen dabei. Also muss das erstmal so gehen, Leute. Und hier nach hier. Und jetzt den Generator aufgebaut. Ich hätte gesagt, wir packen den Generator einmal nach hier. So, du bekommst auch zwei Motoren, damit du das auch machst. Nachgetankt wirst du auch. Wir schalten dich ein. Und dann wirst du sofort verdrahtet hier. Und hier. Nach hier. Und ich hoffe... Okay. Gut, dann haben wir die Geschichte. Pass auf, kann ich hier heile rüberhüpfen? Das wäre für mich sehr, sehr wichtig. Das hier ist noch nicht angeschlossen. Wir können hier aber drunter durchkriechen. Das ist gut so. Verkabeln wir dich einmal von hier nach hier. Von hier nach hier. Und dann kommen wir gleich selber nicht mehr rein und raus. Kann das sein? Okay. So,
Gut, damit ist die Geschichte auf jeden Fall erstmal am Start. Kommen wir hier durch? Das ist sehr gut. Okay, super. Ein Schalter wäre echt eine coole Sache, Leute. So, mach erstmal aus. Wir laden nochmal nach. Ich mache aber schon mal auf hier. Und der Plan ist einfach, wenn wir hier eine große Meute hochziehen, dass wir uns hier oben so eine kleine Verteidigungsanlage hingestellt haben, die dann für uns fightet. So, pass mal auf, hier kommt auch dann direkt noch der Robotik-Geschützturm mit dran. Und dich stellen wir einmal so nach hier. Ah? Ich denke, das ist keine ganz schlechte Sache. Wir müssen halt rechtzeitig zum Schalter kommen, bevor die Meute uns überrennt. Aber das ist jetzt erstmal der Plan und ich denke, hier wird sich sicherlich wieder viel abspielen. Vielleicht hätte ich die ganze Geschichte auch einfach hier unten hingebaut. Ja, guck mal, ach, die Geschichte ist das wieder mit dem Feuer. Bedeutet die ersten Geschichten... Ah, Mann, 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 hier ist noch eine Mine. Sehr, sehr schön. Pass auf die Mine auf. Jetzt habe ich das so schön nach da oben gebaut. Oh Mann, das war so eine miese Geschichte hier. Habt ihr das gehört? Leute, kommt mal, kommt mal. Guck mal, da kommen sie schon, da kommen sie, kommen sie. Leute, wir probieren das jetzt aus. Wir probieren die Geschichte jetzt einfach mal. Ich muss jetzt halt nur schnell genug oben sein. Und die ganze Chose hier aktivieren. Haha, genau. So habe ich es mir vorgestellt, du Lieber. Und wenn ich das jetzt für nur einen hier aktiviert habe, dann... egal, Leute. Dann war es halt für einen. Habe ich den Schalter dabei, Leute? Ich hätte hier halt doch schon ganz gern einen Schalter irgendwie daneben. Bin mir nicht sicher, hatte ich in der Karre einen Schalter liegen? Alter, ist doch nicht dein Ernst, Katze. Mann, hast es echt auf mich abgesehen. Du und deine Kumpels. Da haben wir, guck mal, wir haben Schalter dabei. Ich nehme zumindest mal einen mit. Irgendwie ist mir wohler, wenn wir da einen Schalter dran haben. Heute so ist doch irgendwie angenehmer. So, ich hatte echt gedacht, das wären mehr gewesen. Ja, aber gut, ist nicht so viel gewesen. Jetzt müssen wir gleich wieder das Feuer... Oh! Gleich erstmal wieder das Feuer ausschalten. Und wir nehmen auf jeden Fall die Rohre weg, weil das Zeug nervt mich hier ganz, ganz gewaltig. Ja, ist ja gut. Ich weiß ja, ich weiß ja. Wir rennen jetzt aber nicht bis nach... Oder doch, oder doch. Doch, doch, doch. Komm, wir gehen hoch. Wir machen es oben ganz entspannt, Leute. Also kann man sich doch auch mal entspannen machen, Leute. Puh. So, ich schneide mir das hoch und runter Gerände hier später raus, Leute, dass wir das, dass ihr das schon mal wisst und dass wir hier nicht so viel Zeit verdrödeln. Das dauert halt alles ein bisschen länger.
Aber es ist eine Geschichte, die macht es mir angenehmer hier. Wie gesagt, es ist halt Stufe 5, ne? So, hier war noch ein kleiner Loot-Spot. Das hatte ich doch noch im Kopf. Guck mal hier. Bisschen Munition. Es ist nicht die Welt, aber es ist immerhin ein bisschen. Und ich glaube hier oben, guck mal da, da liegt immer noch ein alter Rucksack von mir, weil ich damals hier einfach mal draufgegangen bin. Leute, hier war doch gleich Bambule. So, ich locke euch alle raus, Leute. Ich gehe hier rüber. Und ich hole euch raus. Ich hoffe, ihr folgt mir. Okay, wahrscheinlich verheddert ihr euch da hinten schon gewaltig. Wäre mir jetzt auch recht, Leute. Brauche ich nicht oben auf euch warten. Da kommt einer von unten. Leute, was ist mit euch los? Komm, bleib einfach da. Komm. Faxen machen kannst du woanders. Guten Tag, der Herr. Kommen Sie mal ran. Und wir müssen hier noch ein paar Rohre abbauen. Das Zeug, da stolpert man ja einfach nur drüber. Hallo, nicht den Boden. Die Rohre hier, guck, Rohr. Im Ernst, warum kriege ich das Rohr hier nicht demontiert? Oder ist das das Handventil? Haha, Leute. Ernsthaft, wollte ich jetzt gerade das Handventil kaputt machen? Mit dem ich hier das Feuer ausmache? Im Ernst? Wollte ich das machen? Ja, scheint ja so. Pass mal auf, falls wir hier gleich nochmal rennen. Könnte man sich ja nochmal so ein paar Spikes hinstellen. Ich weiß, ich werde drüber stolpern. Ich weiß es, es ist einfach so. Aber theoretisch kann ich dran vorbeirennen. Im Prinzip könnte ich es, theoretisch. Hier, man sieht es, es könnte funktionieren. So, hier war, glaube ich, gar nichts Wichtiges mehr drin. Aushandtäschchen mit Loot. Nee, ich weiß nicht. Eine Kartoffel hätte man mitnehmen können, aber der Rest ist nicht ganz so der Hit. So, pass mal auf, wenn wir jetzt hier reingehen, kommt hier das Wasser. Und damit glaube ich auch nochmal haufenweise Gegner. Kann das sein? Ich latsche hier mal ein Stück zurück. Du lieber, ich habe dir da extra Spikes hingelegt. Ach, kommt einfach mit. Kommt einfach mit. Wir haben da oben was vorbereitet. So, mach an, mach an, mach an. Sehr schön. Haha, Sportler, habt ihr gesehen. Die Mauer ist halt doch etwas ungünstig hier. Aber so kommt man halt auch mal wieder mit Pfeilen zurecht. Sehr, sehr schön. Ich hätte ja auch irgendwie gerne noch ein Gitter oder irgendwas vor. Falls mal alle Stricke reißen. So, ich glaube, wir gehen wieder runter, oder? Das war's? Kam mir zwar enorm wenig vor, was hier runterkam. Beziehungsweise hoch. Aber manchmal ist man halt schreckhafter, als man sein müsste. Ich denke auch, ich werde mir die ganze Geschichte abbauen, wenn es denn nachher richtig runtergeht. Beziehungsweise. Also die Spikes hier haben ja mal so gar nichts gebracht.
Was lernen wir daraus? Beim nächsten Mal lassen wir die Spikes einfach zu Hause. So, dann war das einmal hier. Einmal das Handrad geschlossen. Damit wir das Feuer ausbekommen. Und dann können wir hier, glaube ich, weitergehen. War das so? Ich denke, das war so. Säubere das Gebiet. Ach komm, trübes Wasser könnt ihr behalten, Leute. Ist nicht euer Ernst. Gebt mir doch mal was Brauchbares. Leute, guck mal da. Wir machen das einfach mal so. Man weiß ja nie, wofür es gut sein kann. Im Zweifelsfall dafür, dass ich es gleich alles wieder abbauen muss. Dachchen! Habt ihr da mal ein paar Spikes hingestellt? Ich dachte, ihr seid mehr. Na toll. Also ich höre noch ein paar. Na gut, wir kriegen ja wenigstens das Eisen wieder. Entschuldigung. Entschuldigung, ich wollte nicht dein Bein schlagen. Ich wollte tatsächlich das Eisen abhacken. Leute, ihr wisst das. Ich mag das nicht, wenn ich keine Rückzugsmöglichkeiten habe. Woo! Leute, das ist laut. Das hört sich nach viel an. Ah, komm. Wir gehen erstmal ein Stück zurück. Natürlich renne ich in meine Spikes. Wer sonst? Für sonst ist das ja auch für gar keinen gedacht hier. Ernsthaft, Leute. Ihr miesen Kreischer, ihr miesen kleinen Schreihälse. Und nochmal eine neue schöne Eisenaxt. Sehr, sehr schön. Stahlaxt. Entschuldigung. Eisen. So, komm, renn doch in die Spikes, Alter. Guck mal hier. Ist das schon eine Schreierin, Leute? Ist doch eine Schreierin wieder, oder? Natürlich ist das eine Kreischerin. Was denn sonst? So wie wir hier Bambule machen, kann das ja gar nichts anderes sein. Madame! So, wir gehen und schalten das Zeug hier ein. Mach den Schalter an, los. Jetzt kommen gleich nämlich eh hier welche. Jetzt kommt gleich die Horde. Verdammt, ich treffe dich nicht. Du kannst gern das Auto zerlegen, da ist gar kein Problem. Ducken? Da kommt die Schreierhorde. Aber ist egal, ich habe keine Angst vor euch. Ich habe mir da was vorbereitet, Leute. Und ich hoffe, das hilft. Und ich hoffe, es wird keine Sackgasse für mich selbst. Leute, guckt euch an, das ist doch nicht wahr. Bring mal hier rüber, pass mal auf, dann hast du hier noch so ein bisschen mehr Rückzug. Leute, das ist einfach irre. Zwei Schreier, die geschrien haben. Ich mag euch nicht. Ich mag euch nicht. Und da ist schon wieder eine Schreierin. Guckt euch an. Stirb einfach. Und ich glaube, wir erzeugen hier ganz schön Hitze. Kann das sein?
Na komm, fall doch einfach um. Haben wir es erledigt? Haben wir es erledigt? Pass auf, hier kannst du, glaube ich... Das ist doch wieder eine Schreierin, oder? Leute, drei Schreierinnen. Sein. Mann, warum nicht gleich so? So, ich hoffe, du hast dich auch geschrien, Madame. So, wir warten hier mal einen kleinen Moment, Leute, bevor ich wieder reingehe. Leute, die Geschichte dauert ein bisschen länger. Da werden wir die zweite Folge auf jeden Fall für brauchen. Definitiv. So, wir gehen wieder runter, Leute. Wir gehen wieder runter. Unten haben wir genug zu tun. Diese miese Schreierin. Aber das ist überhaupt gar kein Wunder. So wie wir hier Terzen machen, Leute. Dass da die Schreier auf den Plan kommen, das ist überhaupt gar kein Wunder. Und wo auch immer ihr schon wieder Terror macht, hier, Leute. Hallo? Hallo? Also beim letzten Mal sah das alles anders aus, hier habe ich das Gefühl. Tagchen. Guten Tag. Leute, ich weiß nicht, ich habe gerade kurz auf Pause stellen müssen. Ich weiß gar nicht, an welcher Stelle ich Pause gemacht habe. Das dürfte nicht so viel passiert sein. Ich bin gerade nochmal raus. Ich habe noch eine Horde hier reingeloggt. Das hat sehr gut funktioniert. Und ich bin auf der Suche nach denen, die hier die ganze Zeit an die Wand kratzen. Leute, ich glaube, das ist im Berg irgendwo. Ich weiß nicht, wo genau. Ich lasse die einfach mal machen. Mit einem Blick auf die Uhr würde ich aber sagen, Leute, wir beenden die Geschichte hier für heute. Wir sehen uns zur nächsten Folge und dann machen wir hier auf jeden Fall nahtlos weiter. Wir bringen die Geschichte hier zu Ende. Dauert zwar ein bisschen länger, aber macht die ganze Sache für mich deutlich entspannter. In diesem Sinne, hat euch mein Video gefallen, liked das Video, abonniert den Kanal und kommentiert ganz, ganz fleißig. Und ich freue mich wahnsinnig auf die weitere Reise mit euch. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Gamebro.